Hallöchen und willkommen zurück zu Grounded. Eine weitere Folge bricht an. So, wir wollten ja heute den, oh, das ist ja praktisch, wenn der Marienkäfer da lang geht. Aktuell stänkert die Ameise ein bisschen. Aber gegebenenfalls kann der Marienkäfer für uns die Spinne da hinten platt machen, denn wir wollen ja den Teich inspizieren. Ich wollte ja mal gucken, ob ich mit meinem 0815 Aldi Hammer, mit meiner 0815 Aldi Axt, meine ich natürlich, ob ich in der Lage bin, damit Schilf abzubauen oder ob ich eine stärkere Axt brauche. Weil für eine stärkere Axt brauche ich noch einen weiteren Schleifstein. Schade. Marienkäfer und Spinne haben sich nicht angefeindet. Ne, wir bräuchten nämlich eine stärkere Axt, wenn wir bestimmte Dinge hier abbauen wollen. Und ich hätte gerne eine stärkere Axt, auch damit das hier mit dem Rasen und Löwenzahn schneller geht. Allerdings, ja, ich brauche einen Schleifstein, wenn ich das machen möchte. Und ich weiß aktuell noch nicht genau, wo ich den herkriege. Wieso könnt ihr euch nicht streiten? Ist das ein Sodatropfen? Ah, die kommt doch gleich wieder zurück. Kann ich hier lang gehen? Okay. Die haben wir so ein bisschen umrannt oder umlaufen. Die Ameisenrüstung haben wir an. Das heißt, auf dem Rückweg können wir gleich nochmal 6 Sachen mitnehmen. Und den Stein. Der gute alte Stein. Hier haben wir noch so eine komische Box. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. So eine Art Gameboy oder... Das sieht aus wie so ein Gameboy, so eine Tafel. Da ist ja auch so ein kleines Licht. Wofür auch immer das gut ist. Aber ich möchte jetzt nicht beschwören, dass das ein Gameboy ist. Könnte natürlich auch von irgendeiner Actionfigur sein. Aber wäre ja als Gameboy gut machbar, ne? Wenn man hier, was weiß ich, so was wie Snake und wenn ich an den Rädchen drehe, dann links und rechts und... Also grundsätzlich so abwegig ist das nicht. Gut, hier können wir, da können wir am Stein hoch später. Ah, ja, einmal aufs Wasser hüpfen. Jetzt Frage Nummer 1. Kann ich dich abbauen? Verdammte Hosen. Oh, Liebe ist was für Weicheier. Okay, das können wir nicht abbauen. Schade. Vielleicht das grüne Zeug. Oh, da ist auch noch ein bisschen Ton. Also Ton können wir gut im Wasser sammeln. Nee, ich würde jetzt... Ich glaube, das können wir nicht abbauen. Also sieht nicht so aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier reingehe ins Wasser, was erwartet mich da? Erfahrungsgemäß will 95% aller Lebewesen in einem Garten wollen dich töten. Ach, ich kann hier die Axt gar nicht benutzen. Vielleicht ein Speer? Aber das bringt mir nichts. Die Hände? Wäre das hier auch der Fall? Kann ich hier die Axt auch nicht nehmen? Oh. Und wie soll ich den Ton abbauen? Da kommt was auf mich zu. Was war denn das? Ein kleiner Fisch oder? Irgendwas ist hier gerade auf mich zugekommen. Okay, ist es weg. Aber wenn ich mein Werkzeug hier nicht nutzen kann, wie baue ich das ab? Doch, das geht. Okay, dann können wir Schilf einfach nur nicht abbauen.
viel Luft haben wir auch nicht. Oh, kann man sich hier nicht noch. Kann man doch bestimmt noch eine Sauerstoffflasche oder irgendwas bauen, oder? Okay, kein Schilf für uns können wir nicht untersuchen. Ton haben wir sowieso schon untersucht. Rosenblätter können wir auch nicht abbauen. Ja, was können wir denn hier noch machen? Wir könnten die Station suchen. Die ist aber aktuell zu weit weg. Das ist auf Höhe der Eiche. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir da hin, ne? Wenn das unter Wasser ist und wir die Luft nicht anhalten können, müssen wir was finden, dass wir länger die Luft anhalten können. Kann ich zum Tauchen irgendwas herstellen, was mich weiter bringt? Das sind alles Waffen und Fackeln und Schilder und Dolche. Ein Kiemrohr. Und dafür brauche ich Seerosenwachs, Seegrasfaser und Seidenseil. Gut, das heißt, wir müssen nochmal ein Spinnrad bauen. Aber wir brauchen Seerosenwachs. Wie komme ich daran? Eine Pollen? Können wir nichts abbauen. Und Seegras. Seegrasfaser. Das sind doch die kleinen Dinger, die wir jetzt hier unten hatten. Oder nicht? Oder ist Seegras größer? Ist jetzt eine gute Frage. Wäre natürlich auch zu leicht, wenn wir jetzt hier einfach reingegangen wären und mit vollen Taschen wieder rausgekommen. Ah, doch, doch. Die können wir ja doch nehmen. Aber das sind Algen. Das ist kein Seegras. Das kann ich nicht abbauen. Was ist das hier? Oh, Seerosenwachs. Ja, moin. Heute ist unser Glückstag. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Okay, für so eine Unterwasserreise müssten wir uns eigentlich neu vorbereiten. Das machen wir dann später. Wir müssen ja auch noch die Seidenseile herstellen erstmal. Das ist natürlich auch so ein Problem. Solange wir die nicht hergestellt haben, können wir uns auch das Rohr nicht bauen. Und dafür brauchen wir erstmal Spinnrad und ich weiß gar nicht, was wir für Spinnrad brauchen. Aber bei der Gelegenheit würde ich auch gerne die Küche schon mal bauen. Und da hätte ich nämlich auch Bock drauf. So mal richtig kochen. Endlich mal wieder richtigen Käferschleim essen. Ja. Vielleicht so einen Madenauflauf. Das muss ich bestimmt erstmal noch untersuchen hier. Aber Seegras. Hier da vorne, da ist doch... Irgendwas ist da. Wenn das Algen sind, was ist denn Seegras? Ach, das wahrscheinlich, ne? Okay, wir bauen hier auch nochmal ab. Ein bisschen Ton. Wenn wir den schon gerade mitkriegen. Ich muss aber sagen, unter Wasser kommt mir jetzt ein bisschen friedlicher vor als über Wasser. Oh, einmal kurz auftauchen, Luft schnappen und wieder rein. Ah ne, wir haben gar nicht richtig durchgeatmet. So, jetzt aber. Seegras. Könnte das hier Seegras sein? Wenn ja, wie baue ich das ab? Mit einem Messer. Okay, das habe ich aktuell nicht, aber das können wir ja kurz herstellen. Da brauche ich ja keine Werkbank für. Aber dann möchte ich einmal raus aus dem Wasser. Ja, ich komme hier nicht hoch. So.
Ein Messer. Das heißt, der Kieseldolch müsste doch reichen, ne? So. Den haben wir. Dann legen wir den erstmal auf die 1. Nee. Da. Das tauschen wir einmal aus. Ich kann auch unter Wasser besser gucken als im hohen Gras bei Nacht. Das ist schon mal sehr schön. Ist das egal, auf welcher Höhe ich dabei gehe? Das ist natürlich die Frage. Oh Gott, das fällt nach unten. Okay, wir müssen einmal auftauchen. Dann atmen wir richtig tief durch. Gott, das wird ja immer dunkler hier unten. Okay, wo ist es hin? Habe ich es nur kaputt gemacht? Ich habe nichts abgebaut. Doch hier. Okay, eins. Das ist ja schwer zu finden. Was ist das? Oh shit. Oh nein. Komme ich jetzt noch oben an? Oh, gerade so. Da müssen wir wohl ein bisschen länger die Luft anhalten, Bubbe. Oh oh. Das hört sich jetzt nicht schön an. Was ist das denn? Oh, eine Unterwasserspinne. Kann hier auch mal irgendwas, irgendwann irgendwas mich nicht töten wollen? So, warte mal, zum Herstellen von dem... wo haben wir den denn gefunden? Ne, hier, ne? Bei der Ausrüstung? Hier. Wir brauchen... Oh, ich hab 7 Stück schon. Dann brauchen wir jetzt noch das Seidenseil. Dann würde ich sagen, wir gehen zur Basis. Gucken mal, was wir für ein Spinnrad benötigen. Bauen ein Spinnrad. Bauen Seidenseile. Und stellen nebenbei noch die Küche auf. Bisschen was Vernünftiges essen hier. Schön Blattlaus-Eintopf. Boah, lecker, lecker. Was ist das? Soda. Da haben wir uns gegönnt. Nehmen wir gleich nochmal einen Stein mit. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das hört sich da nicht gut an. Dann gehen wir hier hoch. Komme ich hier überhaupt noch hoch? Na, aber easy. Das haben wir geschafft. So, jetzt einmal zur Kiste die Steine wegpacken. Gut, und dann können wir... Oh, wir brauchen unbedingt Kisten. Brauchen unbedingt mehr Kisten, damit wir hier ein bisschen System reinkriegen. Dahin, den dahin. Das können wir gleich essen. Just like a fruit pounder. Lecker. Den Stein können wir nicht essen, den können wir aber wegpacken. Hä? Wieso habe ich jetzt hier einen Stein in der Hand? 2 Stück. Okay. Ah. Gut, den sind wir los. Jetzt brauchen wir erstmal ein Spinnrad. Gut, für das Spinnrad benötigen wir Spießgrill, Smoothie, Wasser, Tau, offenes Zelt, Spinnrad. Oh je.
Okay, Eichekappe ist kein Problem. Ton haben wir auch. Rote Ameisenbrocken wird ein Problem. Und Saft besitzen wir. Da konnten wir jetzt nur drei draus machen. Ach, scheinbar muss ich doch an die Boxen und mir alles in die Tasche stecken, was ich brauche, wenn ich bauen will. Nehmen wir einmal Ton. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel waren das. Seil. Stecken wir da drauf. Eicheln brauchen wir eigentlich nur zwei. Ameisenbrocken haben wir drei. Saft. Wir nehmen erstmal nur die vier mit. Okay. Ein Spinnrad. Uns fehlt ein Ameisenbrocken. Ah, dann müssen wir jetzt noch eine Ameise killen. Wieso habe ich keine Fackel? Ah, jetzt habe ich keine Fackel. Ich habe kein Trockengras. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Habe ich hier noch irgendwo eine Fackel drin? Nein. Trockengras auch nicht. Nein. Trockengras haben wir und keine weitere Fackel drin. Das ist ja skurril. Da müssen wir nochmal eine herstellen. So. Das wieder zurückpacken. Ja, wenn wir jetzt sowieso eine Ameise killen müssen, dann können wir einmal zu der Forschungsstation da hinten gehen und direkt mal unsere Algen untersuchen und das Seegras und was wir noch so gesammelt haben. Müssen wir mal schauen, dass wir da sicher ankommen. Okay. Au, das bringt mir nichts. Na gut. Ich habe gedacht, ich kann das ordentlich blocken. Kann ich nicht. Wir holen uns nachher die Ameise. Wir gehen erstmal zum Labor. Oh, die kommt noch hinterher, ja? Gut. Dann sind wir die doch noch losgeworden. Dann nehmen wir uns eine kleine Ameise. Obwohl der... Den Ameisenbrocken, ich weiß gar nicht. Kriegen wir den von der kleinen? Oder von der großen? Auf jeden Fall hilft uns der Dolch hier nicht wirklich weiter. Tauschen wir den einmal wieder aus gegen Speer. Macht zwar genauso wenig Schaden, aber ich fühle mich mit so einer großen Waffe sicherer. Okay, einmal zur Forschungsstation. Oh, dann können wir einmal analysieren. Alles, was wir aus dem See haben, erstmal. Ne? Die Eichekappe, die ist ja. Okay, wir können uns Flipflossen machen. Ich denke mal, damit werden wir wesentlich schneller unterwegs sein. Schleimlaterne. Ist die für unter Wasser? Okay, mit den Algen. Was können wir da machen? Bestimmt irgendwelches Essen. Ein Täuschköder. Und Öko-Power. Was mache ich denn mit einem Täuschköder? Ich meine, wofür? Also, wen täusche ich? Warum? Eine schwimmende Markierung? Wird das noch so unübersichtlich unter Wasser? Und eine Pflanzenfaser. Wow. Ich bin gehypt. Das hat meine Weltanschauung total verändert. Krass.
Krass. Was Schöneres hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Ich glaube, in dem Klang meiner Stimme merkt man, wie ernst mir das gerade ist. Okay, ich versuche jetzt erstmal eine kleine Ameise hinzuraffen. Und wenn wir das geschafft haben, gucken wir mal, ob wir genug Ameisenbrocken haben. Oder ob wir noch was brauchen. Ich habe doch hier auch noch eine Kiste. Aber kein Ameisenbrocken. Das ist schade. Den Rest würde ich erstmal hier lassen. Das wird ja nicht schlecht, ne? Schade, schade. Gut, wo haben wir denn hier noch eine Ameise? Normal ist der ganze Dschungel voll damit, aber wenn wir eine brauchen, dann finden wir keine. Das ist ja schon ein bisschen frech. Kleine Blattlaus. Ah, trinken haben wir ja genug. Da müssen wir uns erstmal auch keine Gedanken drüber machen. Das brauchen wir aktuell nicht. Ja. Wir leben das Leben einer High Society Dame. Wir haben Wasser im Überfluss. Erstmal so ein Graben. Ja, da haben wir die großen und die kleinen Ameisen. Vielleicht, wenn wir uns eine mit einer anlegen und die auf unseren Stein hochholen. So, komm mal mit. Ich möchte nicht, dass deine Freunde dir helfen können. Wo ist mir? Ah, hier. Den Stein hoch und... Oh Gott, gerade so geschafft. Wo ist sie hin? So war das jetzt aber nicht gedacht. Oh, ein Pfeil. Den nehme ich mit. Roter Ameisenbrocken. Ja, das war ja einfach. Dann können wir schon mal unser Schnorchel-Set bauen. Hier liegen überall Pfeile rum. Wie geht denn sowas? Die nehmen wir doch mal aus Sicherheitsgründen mit, ne? Nicht, dass da noch einer reintritt. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal den Schnorcheldings bauen. Den haben wir hier gehabt. Chiemrohr. Ah, nee. Können wir ja nicht. Wir haben ja auch nicht dafür gesammelt. Wir haben ja... Spinnfang durch. Was mit SP nicht? Spinnrad. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Zu steil. Gib mir gleich zu steil. Ja, auf den bauen wir hier hin. Haben wir erstmal unsere ganze Werkstatt in einer Ecke. Und jetzt wollen wir das hier. Warteschlange. Oh, das ist ja geil. Brauchen wir Netzfaden? 31 haben wir verfügbar. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was wir mit dem Netzfaden sonst machen. Das heißt, wir bauen erstmal 5-mal her. Wie lange dauert das? Kann man das sehen? Aber keine genaue Zeitangabe, ne? Aber geht ja doch recht schnell. Was brauche ich denn für die Küche?
Das wäre jetzt auch mal interessant. Die Kochkunst. 9 Unkrautstängel, die haben wir. Eine Säuredrüse. Ui. So eine glibbrige Drüse, die man in der Herstellung verwenden kann. Ah, die kriege ich also von den Ameisen. Käfergummi, was mache ich damit? Okay, nee, warte. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Kochdrüse? Das ist eine Kochdrüse. Ah, der Teil des Bombardierkäfers, der Flüssigkeiten sofort zum Kochen bringen kann. Immerhin explodiert sie nicht. Ja, da wäre ja noch schöner, ne? Mastenherd an, boom, Küche wieder weg. Gut, achso, ja, genau. Oh Gott, was ist denn los hier? Wo haben wir die Kochkunst? Gut, also brauche ich eine Säuredrüse. Und ich brauche eine Kochdrüse. Das heißt, wir müssen noch einen Bombardierkäfer killen. Und das mit unserem Equipment. Also eine Ameise, mindestens eine. Ein Bombardierkäfer und 9 Unkrautstängel. Ich bin ein bisschen geknickt. Ja. Es geht schon wieder. Gut, dann bauen wir erstmal eine Kiste. Wir haben ja einfach zu viel Plunder und wir müssen mal langsam anfangen, hier ein bisschen zu sortieren. Stopp. Wir bauen keine Kiste. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Bevor ich Kisten baue, jetzt steht das natürlich doch unpraktisch. Kann ich das umstellen, ohne dass der abbricht? Ja. Okay, das dürfte platztechnisch dürfte das gehen. Jetzt bauen wir erstmal. Nee, das ist viel zu breit. Viel zu breit. Wir nehmen das hier. Das müsste doch. Kann ich das hier unten setzen? Der Ordnung halber, damit das ein bisschen ordentlich aussieht, aber ich kann es nicht hier setzen, ne? Okay, dann fangen wir erstmal hier an. Oder sagen wir, wir setzen hier nochmal, aber halbe Fundamente können wir ja auch nicht bauen. Okay. Wir bauen uns jetzt erstmal ein Lager. Drinne kommen denn so eine Sachen wie Klamotten und fertige Sachen rein in den Kisten und hier werden wir unser ganzes Baumaterial an der Werkstatt lagern. Wenn wir jetzt hier eine halb hohe Wand setzen würden, halb hohe Graswand, ist die zu lang. Au. Die wäre ja wirklich ein bisschen lang. Gibt es, gibt es die nochmal als halb? Halb hohe Graswand B? Nee. Ah, das ist ja schade. Hier gibt es 3 Varianten. Wie switche ich das? Eins von 2 und 1 von 3. Wie kann ich denn das ändern? Vielleicht gibt es ja hier auch eine halbe Wand. Ah! Oh, das ist ja schick. Ist aber nicht das, was wir brauchen. Gut. Schade, Banane. Dann gehen wir erstmal auf Herstellen. Wir brauchen... Obwohl,
erstellen den hier. Wir kopieren das. Ja, viel einfacher. So, zack. Ich möchte eine Kiste auf jeder Etage, aber ich fange oben an, weil wir uns ja noch irgendwie runterarbeiten müssen. Das heißt... Können wir hier zwei draufpacken? No, ich kann von hier gar nichts draufpacken. Wenn wir sagen, die kommt hier hin und die nur ein Stück rüber. Mal, wir fangen mal hier an. Setzen die schön nach vorne, dass wir da gut rankommen. Hm, gerade geht nicht. Okay, so. 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 Und vielleicht doch hier hinten ansetzen, dass wir da ein bisschen eher gerade kommen würden. So sieht für mich halt schon besser aus, eigentlich. Aber, ja, das ist halt alles ein bisschen krumm hier, ne? Das ist ja, oh, da hat einer gesoffen. Wer das ausgelodet hat, der hat doch einen gebechert, hat der doch. Hm. Gefällt mir noch nicht wirklich. Wenn ich, kann ich den von jetzt... Ah, ja, ja. Ah, okay. Wir können doch hier den Stängel als Maß nehmen, ne? Dann kommt der noch ein Stück rüber. Der geht nach links. Noch weiter nach... Oh, geht nicht. Okay, der kann so bleiben. Der geht nochmal hier rüber. Und der ein Stück nach rechts. Gut, guckt nichts durch. Das ist schon mal gut. Gut, dann brauchen wir Kleeblätter. So, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit hier. Können wir nämlich gleich fertig machen, denn austauschen nicht wirklich. Eichelkappen haben wir noch. Oh, wir haben doch auch noch Eichel, ne? Ja, Eichelschale. Ja, 10 Stück. 20. 20 sogar. Das ist nochmal 10. Okay. So. Haben wir eine Kiste sogar schon fertig. Ich habe schon wieder vergessen, was wir hieraus machen können. Aber das Lager wird ja noch größer, ne? Hier machen wir hier so eine Meereskiste draus, ja? Alles aus dem Teich. Da habe ich keinen Saft. Oh, mir ist das Saft ausgegangen. Was ich auch gerne wissen würde, kann ich den Symbole zuordnen, sodass ich vom Weiten schon sehe, was drin ist? Weil ich kann die ja beschriften, ne? Ja, es geht leider nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Hier war nochmal Eichelschale. Säuredrüse. Dann brauche ich die ja von der Ameise gar nicht. Dann brauchen wir ja nur die Drüse von dem Bombardierkäfer.
Oh, ich verjuck die ganze Zeit meine Fackel. Oh. Umweltschonend gehe ich mit den Ressourcen um. Naja, was soll's, hier sind ja genug, ne? Ja, jetzt wächst ja nach. Oh, müssen wir den auch noch mal mitnehmen? Hm. Ansonsten... Oh! Oh! Wir haben Durst? Wir haben tatsächlich Durst? Juhu! Wir können den Tausammler abehren. Tastes good. Das beste Wasser ist doch das, das man selbst gesammelt hat. Okay. Und die hier. Und... Oh, die können wir nur anfangen. Ich habe keine Eichenschale mehr. Jetzt alles umräumen. Die Kiste, die machen wir hier voll. Die kann dann später in der nächsten Etage, wenn wir das erweitern, dann können wir die Kiste da nach oben packen. So wie sie ist. Ja, Stein, Klee. Klee würde ich vielleicht noch rausnehmen. Aber so Stein und Ton, das würde ich schon drin lassen. Weiter geht's. Hier ist unsere Schlampenkiste. Da kann eigentlich jetzt erstmal alles rein hier, was wir nicht brauchen. Fasern. Jetzt habe ich auch alles. Habe ich hier auch die Sachen reingeschmissen, die ich eigentlich noch brauche. Warte mal, das brauchen wir noch. Was waren das andere? Die Algen waren es nicht. Teamrohr. Seerosenwachs. Hier haben wir doch noch eine... Ja. Hier haben wir ja auch eine Wasserkiste gemacht. Das nennen wir Teichgut. Wunderbar. Den brauchen wir. Oh, der scheint fertig zu sein. Ja, wunderbar. Den können wir doch jetzt... Brauche ich dafür wirklich die Werkbank? Nö, ne? Na, Herstellungsanforderungen. Werkbank. Ja, so viel dazu. Ist was, Dog? So, damit haben wir jetzt ein Chiemrohr. Den Rest können wir wegpacken. Teichgut. Das kann man zumindest gut lesen, ne? Dann kommt das hier rein und das da rein. Ach, bloß kein Mist machen. Hier kann rein. Das. Dann machen wir hier. Wie können wir das nennen? Netzzeug. Aber man kann sagen, was man will. Ich finde das sehr kreativ, ja? Netzzeug. Also weiß jeder, was damit gemeint ist. Gut. Ich würde den Hammer in der Hand nehmen hier. Wir haben hier gearbeitet. Gut, dann brauchen wir jetzt noch so eine Säuredrüse vom Bombardierkäfer. Die werden wir das nächste Mal holen, wenn der... Ja, die sind ja nicht mehr da, ne? Die Spinnen haben die ja vertrieben. Ja. Ich glaube, in der Richtung waren noch welche. Aber mit meinen Waffen... Also ich würde ja am liebsten von hier oben irgendwo runterschießen. Damit würde ich ja am besten fahren, glaube ich. So wie ich ausgestattet bin. Na gut, wir schauen mal. So, ich hoffe, ihr schaut dann wieder mit. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zusammen unsere Abenteuer hier durchziehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.
Thank you.